Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier gerade wieder auf dem Facebook-Kanal unterwegs und spiele das Spiel Leagues of Angels in Deutsch. Das wurde mir empfohlen, das sollte ich mal anspielen. Und ja, da war gerade eine Ladezeit und stand dann halt gerade hier. Also geht's jetzt hier weiter. Held, was ist das für ein Ort? Warum befinde ich mich hier? Ist das ein Engel? Vielleicht sollte ich fragen, was hier vor sich geht. Schwache Nocturna? Was ist eine Nocturna? Okay, ja. Ich bin Nocturna aus dem Reich der Götter. Der dunkle Lord hat mich in den Abgrund eingesperrt. Ich bin es, die dich hier was herbeigerufen hat. Was muss ich tun, um deinen Siege zu brechen? Zunächst musst du die dunkle Wächterin. Die Musik ist laut. Ich denke mal, ihr hört sowieso nicht, was ich sage. Ich probiere hier alles schnell weiter zu klicken und dann irgendwo keinen Sound wegmachen. Okay. Er lädt. Da ist Sound. Da oben ist Sound. Ich habe den Sound gefunden. Okay. Das war's. Schnell weg hier. Kein Schlag zurück. Nochmal. Was? Okay. Ah, endlich. Endlich ist es Sturm. So. Ach, jetzt hat man gar keinen Sound mehr. Das ist ja auch scheiße. Neun. Schabeng. Jo. Okay, was macht man hier? Gold einsammeln? Das war's. Gewonnen. Nochmal. Eigenes Teil. Ah, jetzt darf man sich was aussuchen. Krieger, Kriegerin, Mage, Magier, Magierin, Bogenschütze, Bogenschützin. So, ich nenne mich hier mal Stefan Unterstrich Red Dog. Gibt's gar keinen Unterstrich. Davon nur 10 Buchstaben nehmen. Stefan Red. Stefan Red Dog. Passt ja genau. Wie die Faust aufs Auge. Was nimm da? Normal bin ich immer so einer, der spielt immer Bogenschütze. Oder Bogenschützin. Ich glaube, ich werde jetzt auch wieder Bogenschütze nehmen. Ich finde irgendwie immer so Elfen und so ganz cool. Und das meiste sind ja immer Elfen als Bogenschützen. So. Los geht's. Geht nicht los. Namenfehler. Ach ja, da stand ja, ich darf ja nur 10 Buchstaben machen. Dann nenne ich mich einfach Red Dog. Jo, Red Dog geht. So. Und es wird wieder geladen. Ja, mir wurde das Spiel vorgeschlagen, dass ich das spielen sollte. Leider gab es ein kleines Problem. Ich habe es angenommen, die Einladung, aber irgendwie ging es nicht weiter beim Ladebildschirm. Dann habe ich das Ganze nochmal abgebrochen, dann stand da, die Anmeldung ist weg.
Und dann habe ich das nochmal so gestartet und es geht. Also irgendwie ging das nicht mit der Annahme. Das hat geblinkt. Mit der Annahme von der Anmeldung. Deswegen muss ich nochmal selber so starten. Sorry, dass du jetzt kein Ressourcen oder was auch immer du da für bekommen hättest, Christ, aber ich spiele es jetzt mal. Einmal aufladen. Einmal aufladen. Schnell aufladen. Nee, das ist wieder was mit Teilen. Oder mit Kaufen. Nee. Ah, okay. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, deswegen klicke ich einfach alles ganz schnell weiter. Jetzt geht's nach Anne. Jo. Ausrüstung. Und jetzt ist Hormontempel. Eintritt. Klick, 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 klick. Alles schon mal durchklicken hier. Weiterlaufen. Klick, klick, klick. Bit warten. Ach, so. Aber für Leute, die sich die Geschichte mögen von solchen Spielen, die. Ich habe das Schlechteste gekriegt, na super. Die sollte das vielleicht nochmal selber spielen. Und dann können sie ja sich die Geschichte durchlesen. Mit der schönen Melodie, die immer dabei gespielt wird, das dünn 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 dünn. Ausrüstung. Und ja. Ich werde jetzt nur auch Freund hinzufügen. Okay. Engel. Charakter. Okidoki. Jetzt geht's nach Thea. So, da bin ich. Ah, klick, 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 klick. Ein Zwerg. Ausrüsten. Nein, Kürze bin ich weg. Okay. Oh, ich kämpfe jetzt allein. Der Bogenschütze kämpft mit Wut, okay. Und weg ist er. Überspringen. Was auch immer das war. Jetzt sind wir die ganz rechte, die war von am höchsten. Das kann doch nicht wahr sein. Warum bekomme ich immer so eine Scheiße hier? Na egal.
Hauptsache erstmal. Schließen. Rollen. Rollen. Später. Was blinkt der jetzt noch? Freunde einladen. Das kommt mir alles so ein bisschen vor wie... Ach, wie hieß denn das Spiel? Oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Sorry. Ich habe schon mal so ein ähnliches Spiel gespielt. Da saß du halt allerdings nur auf dem Pferd irgendwie mal drauf. Und da musstest du dann deine Basis bauen. Also so ein Bogenschützenturm und. Das ist... Sieht eigentlich ziemlich gleich aus wie das hier. Aber wie hieß denn das nochmal? Ich komme da nicht auf den Namen. Na, ist ja auch egal. Ich spiele jetzt das Spiel hier. Angels, Leech of Angels. Ich mach der Blitze, wa? Jawohl. Oh, ich bin ja gleich tot. Ich bin tot. Binden? Okay. Okay. Nochmal binden? Wie oft kann man das machen? Oh, sie ist schnell wie sie. Und welches Level bin ich? Ist das mein Level 14? Wenn ja, heftig. Ach da. Noch zweimal. Okay, da steht jetzt Level 9. So, dann kämpfen wir nochmal gegen den. Also ich bin Level 14, er ist Level 15. Denke ich mal, dass das so ist. Und sie ist Level 9. Ja, genau. Habe ich so viele Levels schon gemacht? Oh. Der Rosenritter ist weg. Überspringen. Autokampf. Jetzt war hier der höchste. 1200. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist da der höchste. Ach, Menno. So viel Pech wie ich kann man nicht haben. Am Boss. Klick, verbessern, verbessern, verbessern. Wie oft muss ich den verbessern? Ich kein Geld mehr habe. Oh, ich habe kein Geld mehr. Ha. Klick. Astral leuchtet wieder. Ich bin schon Level 17. Ich finde, hier levelt man ein bisschen zu schnell. Das kriegt man ja gar nicht mit.
Oh, der kämpft jetzt an meiner Seite, der Rosenritter. So. Jetzt nehmen wir den. Wie das Kleinste war. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Na gut, egal. Also. Ah, man kann andere Spieler verbergen. Das ist ja cool. So, also hier rechts an der Seite erkennt man seine oder sieht man seine Questaufgabe, seinen Questlog. Hier oben, das sind anscheinend Buffs. Online-Bonus, tägliche Beute. Okay. Der blinkt noch. So, und ich bin schon Level 18. Kurz vor Level 19. Ach nee, da muss ich ja Diamanten bezahlen. Hab sowieso keine. VIP. 900 Diamanten. Okay. Dann schauen wir mal, hier ist Engel. Engel ist, ach, die mit mir mitlaufen. Aufwerten, ja klar. Oh, hauen wir hier einfach so alles weg. Okay. Also Engel. Charakter. Schauen wir nochmal da rein. Das ist, sind also meine Klamotten. Jo, Rüssi, okay, Juwelen, Materialien, ah, hier sagen wir alles und dann kannst du mal getrennt aufrufen, was man da haben möchte. Und ja, den Engel kann man auch anklicken. Okay. Das war jetzt Charakter, also Status. Amos, da kannst du Sachen verbessern. Wenn man genug Gold hat. Astral, das sind, soweit ich weiß, jetzt die Fähigkeiten. Mit Level 20 kriege ich meinen ersten Titel. Gilde, ja, ist bestimmt, wenn man in der Gilde ist. Hier sind Events. Sammeln. Hey, ich habe schon ein Event gemacht. Ah, drei Seiten auch noch. Da blinkt es. Sammeln. Okay. Das waren die ganzen Events. Was steht da? Auflade. Achso, das ist, wenn du für Geld was kaufen willst. Und hier kannst du dann immer Geschenke abholen. Ah, und das sind die Buffs. Dann sind das hier nur auch solche Events und ja. Du hast nicht genug Diamanten.
steht denn was von dir? Ach so, da. Ah, hier sind Söldner. Glaube ich. Für 3 Tage? Für 3 Tage aktiv. Na dann. Was ist Kais? Na gut. Da sind die ganzen Teile, gegen die man kämpfen kann, ne? Würde ich sagen. Amboss. Aufladen. Ne, das ist wieder Geld. Bye, bye, bye. So, ich würde mal sagen, das war's fürs Erste heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich mit meinen Red Dog Bogenschützen bin hier bei Leagues of Angels. Ich denke mal, das Deutsch heißt deutscher Server hier oben. Na egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.